Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Above Snakes. Ihr seht schon, wir befinden uns im neuen Haus. Großartig eingerichtet ist es noch nicht. Es steht jetzt erstmal gerade so, was ich ein bisschen schwach finde. Man sieht hier keine Mauer, man sieht hier nur einfach nur eine Tür. Hier ist aber eine Mauer, man kann nicht durchgehen. Ja, unser kleines Schlafzimmer und ja, zumindest mal die beiden Tische, die wir haben, stehen jetzt hier. Und das andere Haus ist weg. So, das ist jetzt gerade der Standpunkt. Wir haben deswegen zwei neue Bauteile. Eifrige Aufpasser merken schon unten rechts. Oh, scheiße, da verdurstet jemand. Ja, ist korrekt. Deswegen werden wir jetzt ganz schnell machen. Und zwar gehen wir jetzt erstmal an den Kartografentisch. Wir können hier einen See erforschen. Das werden wir jetzt tun. Bäm. Und den werden wir jetzt gleich mal setzen. Setzen wir jetzt mal hinter unser Haus so. Und da gehe ich jetzt mal ganz schnell was saufen. Also normalerweise, ich finde so Essen, Trinken und sowas ist überhaupt kein Problem. So, jetzt haben wir verschmutztes. Oh nein, wir müssen das erst noch kochen, das Wasser. Nein, das habe ich ganz vergessen. Also Essen, Trinken, alles normalerweise überhaupt kein Problem. Aber man muss halt am Anfang sehr wohl ein bisschen dahinter sein. Also an einem gewissen Punkt im Spiel muss man schon ankommen. So, wir hauen uns hier auch nochmal schnell ein paar Blaubeeren rein. Hier kommt die auch noch. Blaubeeren bringen immerhin zwei Durst, deswegen... Ja, komm. Noch eins. So. Und die hier auch noch. Dann machen wir weiter. Wir bauen einfach schnell eine Küche, einen Topf. Und dann können wir schnell das Wasser auch noch abkochen. Und dann ist das ganze Problem gleich beseitigt. Wir schauen mal. Wir können hier noch mehr Wasser sammeln. Vielleicht sollte ich das gleich machen. Wir werden dann auf jeden Fall mehr Wasser bauen, das kann ich jetzt schon sagen. Wir könnten eigentlich auch gleich sagen, wir bauen zum Beispiel hier noch einen See hin. Da machen wir dann einen riesigen See am Schluss draus. Bevor wir richtig weitermachen. So, ansonsten, ihr habt es gesehen, entdecke und platziere ein Waldweltenstück. Wir sollen den Durst stillen, wir sollen eine Feuerstelle bauen. Also im Rahmen des Bauens... Was habe ich ja nicht gemacht? Bin ich am Haus vorbeigelaufen. Habe ich neue Quests bekommen. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Wo bauen wir die Feuerstelle? Die bauen wir, glaube ich, an der Werkbank. Ja, und da fehlt uns aber zweimal Stein. Okay, das ist das kleinste Problem. Das ist das kleinste Problem. Oh, es wird dunkel. Nacht gibt es natürlich auch. Die können wir entweder mit dem Schlaf überspringen. Oder, ja, oder wir laufen halt rum in der Nacht. Problem, was war das? Problem ist, dort werden dann auch Zombies erscheinen und sowas. Also nachts muss man ein bisschen aufpassen. Feuer bietet Wärme und Licht. Genau. Bauen wir mal. Die Frage ist, setzen wir das jetzt halt hier rein oder setzen wir es? Okay, geht gar nicht. Geht gar nicht. Wir müssen es vor die Tür setzen. Okay. Setzen wir, ja, setzen wir auch direkt vor die Tür. So. So, entzünden. Kostet uns einen Ast. Können es nochmal befeuern. So. Und dann wollen wir kochen. Und zwar in erster Linie mal sauberes Wasser. Dankeschön. Ah. So, und das können wir jetzt trinken. Und zack. Durst ist wieder voll. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch hergehen und sagen, wir holen uns mal hier ein paar Blaubeeren schnell. Die Kochrezepte muss man selber ein bisschen entdecken. Ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht kann man auch irgendwo welche finden. Aber in erster Linie, glaube ich, heißt es entdecken. Aber zukünftig werden wir keine Wasserprobleme mehr mit dem See unten haben.
Dann kochen und jetzt können wir, schauen wir mal, dreimal Blaubeere ist neues Rezept. Okay, schauen wir mal, kochen wir mal. Blaubeerenschale, okay. Mahlzeit, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, okay, da kommt einfach nur irgendwo eine komische Mahlzeit raus. Ja, hier haben wir jetzt eine richtige Mahlzeit. So, jetzt ist dunkel. Wir gehen ins Bett. Wir gehen einmal ins Bett. Ich habe jetzt keine Lust. Wir haben keine richtigen Waffen und nichts. Also vor Zombies muss man schon ein bisschen aufpassen. Können Spielstand speichern. Kann man auch so übers Menü machen. So, okay. Haben wir alles erledigt. Wir haben was zu trinken. Wir haben noch Essen. Können wir eigentlich gleich zu uns nehmen. Passt. So, dann sollen wir noch ein Waldstück setzen. Ah, jetzt haben wir hier den See übrigens, müssen wir nur erforschen. Und zwar Wald. Kommt jetzt mal hier hin. Geht nicht. Mäh. Mist. Habe ich falsch gebaut, habe ich falsch gebaut. Wir brauchen erst hier so ein Wäldchenstück. So. Da, ja, das geht nicht, wegen dem Teil. Warte mal, wir können es anders machen, wir können es anders machen. Welt editieren. Da brauchen wir zwei Tinte dafür. Tinte haben wir wie bekommen? Feder und Blaubeeren. 4 Blaubeeren, eine Feder. Wie viele Federn haben wir denn noch? Gar keine. Okay. Wir brauchen Federn. Und wir brauchen Blaubeeren. 2 Federn, 8 Blaubeeren. Da haben wir eine Feder. Dann editieren wir doch einfach unsere Welt nochmal. Gib mir eine Feder. Da haben wir eine. Und jetzt noch 8 Blaubeeren. Ich habe übrigens entdeckt, wir haben hier sogar schon die nächste Ressource hier irgendwo. Könnten wir uns eigentlich auch gleich drum kümmern? Oder ist die schon wieder weg? Schauen wir mal. Ich hör nichts summen. Gestern hatte ich hier irgendwo Bienen. Da hing eine Honigwabe an so einem Baum. Aber die können anscheinend auch bis einfach die spawnen. Das wusste ich jetzt auch nicht. Das wusste ich jetzt auch nicht. So, bitte zweimal Tinte. Und jetzt können wir hergehen. Und sagen hier... Welt editieren, entfernen. So. Dann setzen wir jetzt hier so den Wald hin. Und da setzen wir dran den richtigen Wald. So, neuer Bauplan Axt und neuer Bauplan Spitzhacke. Hä? Haben wir doch schon. Mal kurz gucken. Mit Bienenwachs eine richtige Axt. Und was haben wir? Eine primitive. Hammer. Okay, mit Bienenwachs auch eine richtige Spitzhacke. Okay. Okay. Neues Weltenstück entdeckt. Jetzt können wir zum Beispiel das Lager der Überlebenden hinsetzen. Ja, wir können die Werkbank und das alles verbessern. Schön und gut. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte erstmal hier hin. Moderates Klima. Hier brauchen wir 4 Steine für das Lager der Überlebenden. Okay. Und für nochmal ebene Wald 4 Steine. Aber hier Pflanzenfasern für den richtigen See. Gut. Richtiger Seehammer. 4 Steine. 8 Steine brauchen wir. Und Honig brauchen wir. Dann gehen wir doch mal hacken. Dann gehen wir mal schön hacken.
Mal schauen, ob wir jetzt einen Honig überhaupt irgendwo finden, aber im Wald wahrscheinlich. Im Wald bestimmt. Da haben wir zum Beispiel Honig. Oh, da haben wir einen Zombie. Moment, falsch. Falsch. So. Wusste gar nicht, dass Zombies hier einfach so auch spawnen. Ist mir zumindest in der Demo nicht passiert gewesen. Also zumindest nicht im Wald. Au. Zumindest nicht so im Wald. Knochenaxt, okay. So, jetzt müssen wir dahin. Jetzt kriegen wir hier gleich Schaden. Aber da müssen wir jetzt kurz durch. So, da haben wir den Honig. Da haben wir den Honig. Boah, geil. Dass ich den einfach so mit der Axt erwische, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hier haben wir noch Pilze. Also man sieht. Kaum neue Biome passieren verschiedene Sachen. Also hier nehmen wir das Ding auch gleich mit. Dankeschön. Pilze auch. Ah, au, au. Oh. Das war aber knapp, dass ich gestorben bin, hä? Alter Falter. Wie war das noch? Kommentar in der letzten Folge. Schöner Tiger. Sterben ist leicht in dem Spiel, was ich überhaupt nicht so empfinde. Plötzlich fast tot. Aber es war jetzt schon mein eigenes Verschulden. Also so... Wir machen nochmal drei Stück, zwei Stück, dann haben wir 9. Jetzt können wir ein paar Sachen kochen schnell. Jetzt können wir gleich ein paar Sachen kochen. ...25 Hunger, 10 Durst bringen 3 Blaubeeren. Und was könnte man noch? Hier... Ja, was haben wir jetzt rausbekommen? Nix. Hä? Ah, hier. Hunger 20. Fleisch gebraten. Geht bestimmt auch besser. Geht bestimmt auch besser. Wir ziehen uns das mal rein. Und ein Wasser auch noch. Sehr cool. Okay, es ist Nacht. Ab husch husch, ab ins Betti. Ab ins Bettchen und mal kurz speichern. Und dann einmal bitte Werkbank. Nein, nicht Werkbank. Quatsch. Einmal bitte Kartografentisch. Wir schalten jetzt einmal das Lager der Überlebenden frei. Und einmal hätte ich gerne hier die ebene Wald. Das ist dann so halb-halb. So. Gut. Wir sollen die Werkbank verbessern. Was brauchen wir denn hierfür? 2x Bienenwachs und einmal 2x Pflanzenfasern noch. Also wir müssten Bienen irgendwo hacken. Also die Bienenwabe vom Baum runterhacken. Immer dann übrigens auch Eisen. Können wir das schon... Ich glaube, da brauchen wir besseres Werkzeug, oder? Ja. Da brauchen wir besseres Werkzeug. Ich würde gerne hier gleich Wasser wieder mitnehmen. Angeln können wir übrigens auch irgendwann mal. Was ich jetzt nicht weiß, was ich ja relativ geil finden würde, ob es irgendwann mal zum Beispiel auch ein Boot geben würde, ob wir dann auf den richtigen See rausfahren können. Oh, noch mehr Wasser. Okay.
Okay, das passt erstmal. Ich würde auch gerne so ein C-Teil hier gleich mal setzen. So. Und weil mir die Quest gerade wurscht ist, gleich noch ein... das ist der falsche. Das ist Lager. Das will ich aber nicht direkt neben uns haben. Das setzen wir hier hin. Komm, wir setzen das Wasser ansonsten woanders hin. So, jetzt haben wir das Lager. Da können wir dann auch hinmarschieren. Oh, wir sind schon wieder sehr müde. Wir haben anscheinend viele Sachen gemacht. Wir brauchen... Büsche haben wir gesagt. Und um den Tisch zu verbessern, nochmal Honig. Haben doch bestimmt hier nochmal jetzt Honig, oder? Irgendwo. Vielleicht doch wieder ein Zombie? Ne, Zombies sind keiner da. Aber auch kein Honig. Doch, da ist Honig. Da ist Honig. Okay, drittes Bienenwachs haben wir auch. Check. Aber ich würde sagen, dann schauen wir gleich, was die Quest sagt und gehen mal hier gleich ins Lager. Ich meine, wir sind... Ah, hier ist auch Honig. Da ist auch Honig. Gib mir den Honig. Beziehungsweise Bienenwachs. So, wen haben wir jetzt hier? Sam Brown. Halt. Ah. Guten Tag, Fremde. Wie hast du uns hier draußen im Nirvana gefunden? Ich und mein Bruder Greg sind schon seit Tagen hier draußen und kommen nicht nach Hause. Ja, ich wohne direkt neben euch, Sam. So, was ist passiert, Sam? Ach, wir haben vor der Nacht der Flamme in den Corpse Creek gelebt. Bei unserer Flucht haben wir den Großteil unserer Vorräte verloren. Ja, fragen wir ihn mal nach Corpse Creek. Ja, es war eine große Stadt, Herz des Landes. Vor dieser Nacht haben dort viele Menschen gelebt. Seit dieser schrecklichen Dinge passiert sind, ist Corpse Creek fast verlassen. Wir haben dort gelebt, bevor sich alles verändert hat. Na, okay. Und was mit euren Vorräten passiert? Aber wir haben die meisten unserer Sachen in der nahegelegenen Prärie verloren, als unser Wagen beim Angriff von, nun sagen wir mal, von einer von uns umgestürzt wurde. Mhm. Wahrscheinlich seine Frau oder so. Von wem wurde er angegriffen? Ah, da wollen wir lieber nicht drüber reden. Okay, sie haben Lagerfeuer, Handvoll Vorräte. Und wir sollen die Vorräte zurückholen. Ja. Machen wir natürlich. Ist wieder ein Special-Bauteil. Okay, wir können die Kisten hier leider nicht zerhacken. Nein. Okay. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Eigentlich sogar drei Möglichkeiten. Wir könnten die Werkbank aufwerten. Okay, irgendwas stimmt schon wieder nicht. Ach, gleich wie bei Europa Universal ist. Bei mir tappt es einmal aus dem Spiel einmal raus. Ich weiß nicht warum. Wir könnten den Tisch aufwerten, wir könnten eine neue Axt bauen oder wir könnten eine neue Spitzhacke bauen. Und... Ne, das war falsch. So. Kochen. Wie wär's denn? Zweimal Pilz, einmal Wasser. Haha, neues Rezept. Schwamm mal Brühe. Ja, eine Schwamm mal Brühe. Eine Pilzsuppe. Geil. Okay, also, wir haben einmal verlorene Vorräte. Hier haben wir eben eine Prärie. Okay, so weit, wir sind noch gar nicht bei den Vorräten. Wir müssen erst die Prärie erforschen. Aber wir können Tisch aufbauen, neue Axt, neue Spitzhacke. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Werkbank. Und die haben wir jetzt aufgewertet.
Unterschlupfstufe 2 haben wir noch nicht. Okay, was können wir jetzt Neues bauen? Hier. Holztisch, Stuhl, eine Gerberei, ein Torbogen, große Kommode, Pelzteppich, Bognertisch, Schaukelstuhl und eine Kiste. Kiste hätte ich auf jeden Fall mal Bock. Wir bauen gleich mal einen Tisch und einen Stuhl daneben. Für die Deko. Ja. Yeah. Also mit der Steuerung komme ich noch nicht so ganz zurecht. Und dann bitte einen Stuhl. Sehr gut. Für einen Anfang mal. Was brauchen wir denn für neue Axt? Oder neue Spitzhacke? Was haben wir hier denn? Rezeptbuch. Oh. Okay. Dreimal Tinte. Drei Knochen und ein Seil. Ich würde jetzt, glaube ich, gerne mit der Axt hier anfangen. Kann ich jetzt irgendwie die andere Axt? Wegwerfen. Ja. Wir haben ja noch eine Axt. Und dann müssten wir das gleiche eigentlich noch. Wir bräuchten noch mal Honig. Am besten mit der Spitzhacke machen. Aber Honig sehe ich gerade nirgends. Wir können natürlich ein neues Stück setzen. Aber eigentlich wollte ich ja hier noch den See haben. Was uns gerade gar nichts bringt, dass ich hier schon so einen See hinsetze. Eigentlich wäre es besser gewesen, mehr Bäume zu setzen, also Wald oder sowas. Für Honig. Aber wir haben es ja nicht eilig. Nein, es wird dunkel. Nicht dunkel, nein. Gleich eine Runde schlafen. So. So. Honig. Hier ist kein Honig. Sie fix. Gib mir Honig. Kann nicht sein, dass jetzt hier nirgendwo Honig ist. Komm, wir essen nun mal was. Oh, das war jetzt aber in erster Linie trinken hier gerade. Aber wir trinken auch noch mal was. Dann haben wir trinken voll. Falsch. Und dann essen wir noch was. Gut. Essen und trinken wir schon mal voll. Das gibt's jetzt nicht. Haben wir echt überhaupt keinen Honig hier oder was? Na gut. Dann machen wir uns einfach auf. Was habe ich gesagt, brauche ich für einen neuen Kartentisch? Wir brauchen Zeug. Wir brauchen zweimal Steine.
Wir brauchen zweimal Steine. Und das Kochbuch hätte ich gerne noch. Zweimal Steine und dreimal Tinte. Dreimal Tinte sind wie viel Blaubeeren? 9? 12. Also noch 10, 2 Hammer. So, 5. Dann hätten wir die Blaubeeren. Und noch mal ein bisschen Stein. Nächstes Weltstück haben wir schon. Das ist jetzt die Frage, setzen wir erst noch mal einen weiteren Wald in der Hoffnung auf Honig? Ja, hätte ich schon gerne eigentlich. Und zwar machen wir das Ganze so. Aber da war, glaube ich, jetzt auch kein Honig, gell? Doch, da ist Honig. Da haben wir Honig. So, Holz nehmen wir gleich mit. Wär ich schon fast schon wieder runtergelaufen. Ach, Steinpilz ist das. Gib mir mal hier Pilz. Los, gib her. Und dann können wir nämlich jetzt hergehen und sagen, einmal Spitzhacke bitte. Dann schmeißen wir aber auch dich hier gleich mal weg. Dann nehmen wir doch gleich noch ein bisschen Eisen mit, wenn wir jetzt schon dabei sind. Also ich hoffe mal, dass es überhaupt Eisen ist, werden wir gleich sehen. Werkzeug zu schwach. Oh. So einen Käse. So einen Käse. Dann, ach, wir haben gar keine Federn. Ah, die habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Obwohl ich es noch gesagt habe. Aber wir erforschen mal schnell die Ebene. Dann brauchen wir noch 3 Federn. Komm schon. Jetzt haben wir wenigstens ein neues Weltstück. Können wir gleich die Ebene setzen. Aber erst in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich gucke jetzt mal. Ach, wir schauen uns einfach in der nächsten Folge weiter an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.